Guten Morgen, meine liebe Freunde. Genau. Gestern nach der Rooftop-Bar, Akku war leer. Konnte nicht weiter filmen. Ich rede mit der Cam, Bro. Akku war leer, ich konnte leider nicht weiter filmen. War echt cool. Aber wir haben dort nicht großartig was gemacht. Wir haben ein Bierchen getrunken. Digga, 300 Baht, ein Bier, das sind 7,50 €. Unnormal, Digga. Endteuer. Und wir haben das Billigste genommen, was es gab. Dann sind wir runtergegangen. Wollten in so einen Space. Nee, wie hieß es? Space Bar, Space Club, nee, Space Bar, glaube ich. Er durfte mir nicht rein, weil wir noch nicht 20 sind. Also nicht alle. Genau, dann heute haben wir mehr vor. Heute wollen wir auf den Abschnitt von Bangkok, der grün ist, wo man nur mit dem Fahrrad fahren darf. Wir wollen dahin, wir wollen zu dem Lang Buddha wahrscheinlich, wenn wir es schaffen. Wir wollen uns nicht zu viel von ihm. Es ist jetzt 13 Uhr. Genau, 13 Uhr. Wir wollen noch kurz Wäsche abgeben, essen und dann gehen wir schon los. Also Freunde, ich bin mal wieder am Warten. Die Jungs haben es natürlich mal wieder nicht pünktlich geschafft. Wir haben es jetzt schon wieder 20 Minuten später. Ich habe meine Wäsche dabei. Wir waren gestern in der Nähe vom Paragon. Und da gab es so, wie heißt die Scheiße nochmal? Da gab es bei World Center, wo wir waren, bei diesem World Center. Da gibt es um die Ecke so einen Markt, da war ich damals mit meinen Eltern. Und der ist crazy, den habe ich endgefühlt. Vielleicht gehen wir da nachher noch hin zum Essen. Ihr checkt mich, die sind in München jedes Mal zu spät. Immer, egal was passiert, immer zu spät. Aber jetzt sind die hier auch immer unzuverlässig, zu spät, fuck, anders ab. Egal, das ist unser einziges Problem. Wenigstens streiten wir uns sonst nicht. Ich werde die Wäsche wegbringen und dann fahren wir jetzt erstmal zur Bank Ratschau. Das ist diese Fahrrad, dazu sollte dieses. Mega laut. Dieses grüne Viertel von Bangkok, wo man dann mit dem Bike fährt. BC Guesthouse. Big Cup Guesthouse. Was laberst du, Digga? Na, jetzt hoffentlich hat's zu. Wir sitzen jetzt schon hier in so einem einzigen Restaurant, direkt da hinten. Mini klein. Die Jungs holen sich noch Fizzler, ich habe mir auch gerade Fizzler geholt. Keine Tastes, ich kenn schon, aber hart hart. Wie gesagt, immer noch beste Fanta, köstlich. Nur noch ein bisschen hier, ihr müsst checken, warte. Direkt bei der Street. Hier ein süßes kleines Restaurant. Also, wir haben bestellt. Andy, Paddy und ich haben dasselbe Gericht. Wir haben Surfrides, Nudels in Soy Sauce mit Crispy Pork. Kaspar Partei, was hast du noch genommen? Irgendwas mit Ei, gell? Irgendein Fibers mit Ei oder so Scheiße. Also aber mit Egg und Top oder so eine Scheiße. Genau, gleich gibt's Tastes. Also Julius hat Essen bekommen. Es sieht unnormal lecker aus. Es ist so runny. Jetzt zerschneid das Ei, Bruder, und dann musst du mit Reis mischen, das ganze Ei. Oh mein Gott, Bro, what the fuck? Stich rein, Alter. Bruder, das sieht unnormal aus. Und da drüben ist irgendwas mit Pork. Oh, okay. Komm, jetzt test es, Bro. Nimm von allem ein bisschen auf dem. Ja. Oh, Partei, Digga. Kommt. Das war dein Partei, sieht unnormal aus, Bro. Oh mein Gott, Bro. Das war das Gute. Thank you. Wo ist die Fail los? Ja, wo sind die? Rosa, Mann. Hart oder nicht? Ja, ist hart. Sehr schön, Bruder. Man kann irgendwie bei Thai immer erst schlecht einschätzen, wie es ist. Erst nach dem Essen weiß man dann genau das Rating. Aber du kannst ja sagen, ob es schlecht ist oder gut ist. So. Ist gut. Unglaublich gut, sagt der Bro. Oh mein Gott, laber keinen Scheiß. Hast du diesen Partei-Flavor stark? Ja. Thank you so much. Ja. Ist hart. Sie haben uns das falsche gegeben. What the fuck? Pork? Mit jetzt normal Rice, wie alte Saat verkackt, Digga. Digga. Ist trotzdem unnormal lecker, Digga. Unnormal. Echt? Aha. Andy. Bro, Pork leider nicht ganz so crispy. Also nochmal kleine Nachhinein, nochmal ein kleines Fazit. Ist halt schade, dass wir keine Nudeln bekommen haben, wenn wir Nudeln ordern. Und dann war der Reis halt auch noch, ja, war halt plain Reis so. Pork war nicht unbedingt crispy. War lecker auf dem, weil war nicht crispy. War schon lecker, war. Keine Ahnung, wenn man schon was falsch bekommt, soll es wenigstens krass sein. Krass, Partei war heftig. Du, wie war dein 1 zu 10? Bleib mir 9. Ja. 9, bleib mir 9. Alles gut? 8, vielleicht habe ich schon. Hallo, jetzt gleich was Kleines zu trinken bei 7-Eleven und dann packen wir zu Bank Ratschau. Wir fahren 30 Minuten jetzt.
Also wir sind am Start, Freunde. Wir sind da, wir müssen jetzt noch 10 Minuten laufen, weil der Semmel hat den Weg nicht gefunden, Digga, aber scheiße. Die kleinen Kids haben hier gerade Schule aus, Digga. Eigentlich noch nicht, du Salame, Digga. Genau, wir laufen jetzt. Nach vorne ist ein schöner Weg gewesen, den laufen wir jetzt so lang. Haben wir irgendwelche Früchte geschenkt bekommen? Ultra interessant. Boah, kommt sogar hart. Ultra interessant. Ah, Dell. Thank you so much. Come on, come. Digga, ultra interessanter Geschmack. Ultra interessant. Nice sogar. Irgendwie nice. Das ist im Salat oder so, wäre krass. Es hat so. Digga, Sourness, Sweetness. Auf Traube. Woher habt ihr das? Haben wir geschenkt. Weiß ich auch. Kommt auf Traube ein bisschen. Aber irgendwie. Saure Traube. Ja, ist nice. Saure Traube. Erzähl mal, wie süß sie bitte ist. Unnormal, Bro. Boah, wie sauer. Mhm. Aber ist doch geil, Bro. Ich taugt nicht. Nein, Bro, kostet ja gibt so einen kleinen Fitz. Nein, nein, ja, ich hab doch schon gegessen, Bro. Nee, aber stell dir vor, so kleine Slice im Salat oder so, wäre schon nice, Bro. Das ist ja krass. Oh, hier Bananenpilz. Bro, wie schön ist die Straße, bitte, Digga. Check, das ist unnormal, Digga. Da ist ein 7-Eleven im selben Haus. 2 Meter weiter ist der nächste, das ist unnormal. Aber Fahrfeld beiseite, wir sind da. Da vorne ist dieses, keine Ahnung wie das heißt, dieses Nagtong, was weiß ich, Papier. Wir suchen uns jetzt ein Boot und dann fahren wir rüber. Also Freunde, wir sind angekommen. Ey, die View unnormal. Check mal bitte doch mal ab, Digga. Ey, crazy. Und hier, das ist ja das Schöne, hier war ich ja schon mal. Das ist einfach pure Natur. Echt geistkrank. Da ist schon der Fahrradladen, da müssen wir uns irgendwas ausleihen. Da willst du einen Fuß ja auch noch auf. Genau, das ist der Plan for now. Wir bleiben ungefähr. Lass mich nicht lügen, Bruder. 30 Minuten, 2 Stunden hier oder so. 30 Minuten, 6 Stunden. Genau, wir haben Bikes, wir sehen uns gleich. Hallo Freunde, wir haben Bikes bekommen. Checkt. Ultra Drahtesel, ihr wisst gar nicht, ne? Aber Fucker. Bei uns geht's jetzt los, Freunde. Richtig entspannt mit dem Bike zu fahren, ja. Also, Freunde, Bikes sind chillig. Ein bisschen schwer am Anfang zu treten, aber ist ganz cool. Wir fahren jetzt erstmal diese normale Straße lang und ich kenne da einen Weg, wo man dann langfahren kann, wo es ein bisschen, wie sagt man, abenteuerlicher ist. Hier ist aber auch schon wunderschön, also Natur ist crazy. Genau, Jungs sind ein bisschen weiter hinten. Wir spielen durch die Gegend und wenn nice Shots kommen, mache ich natürlich welche für euch. Da sind Schildkröten und so. Hier ist ein Strauß. Ich will davor gucken, ich glaube, da sind noch andere Tiere. Da sind ein paar Enten, Gänse. Check mal Hühner, Masthühner, Jungs. Mast. What the fuck? Und das hier. Ist ein Spielplatz. Laber keinen Scheiß. Ich schwör. Boah, ich schwör, das ist der krasseste Spielplatz, den ich je gesehen habe. Check das mal bitte ab, Digga. Oh mein Gott, ey. No adults allowed. Gott sei Dank sind wir noch nicht volljährig hier. Oh mein Gott, als Kind, ich werde hier so ehrenlos abgewählt. Oh mein Gott, da hoch, Bro. Check, wie süß der ist. Er hat sich hingelegt. Big Buddy. Also Freunde, bei uns behindert der Satz so unglücklich. Bei uns geht's in die richtige Richtung. Wir kommen dem Nationalpark immer näher. Schau, wie schön es hier ist. Thank you.
Alles Freunde, wir sind im ersten. Oh, da vorne war ein Riesenvogel auch. Wir sind im ersten kleinen Abschnitt durch den Park gefahren, wir sind noch nicht ganz da, aber bis jetzt schon mega pretty. Hier sind überall so kleine Seitengassen, gibt mir übertrieben Anime-Vibes. Aber ihr müsst die Natur einfach checken, ist unnormal. Check bitte, Digga. Hier fahren ein Vibe. Den Jungs talkt's auch. Check nicht, wir sind mitten in Bangkok, gell? Eine der größten Städte der Welt und dann ist hier so ein unnormal fetter Park. Hier ist keine Menschenseele. Wunderschön. Freunde, wir sind endlich im eigentlichen Nationalpark angekommen. Genau, wir gehen jetzt zum Bird Tower, Watchtower oder so eine Scheiße. Genau, es ist hier so wunderschön, Digga. Man sieht jetzt leider, wo ich gerade bin, noch nicht viel. Aber wir fahren ein bisschen weiter. Sackgasse. Also Freunde, wir sind da. Keine Ahnung, was da für Schilder stehen hat, gell? Oh, da habe ich auch angesucht. Wir gehen jetzt auf den Birdwatching Tower. Jungs, ihr müsst die Fresse halten, gell? Man muss leise sein, sonst sieht man gar nichts. Also Freunde, wir sind oben und nochmal schön mitten in dem ganzen Baumkronen, Digga. Genau, wir chillen jetzt hier ein bisschen, genießen die View, vielleicht sehen wir auch den einen oder anderen Vögel, was ich bezweifle. Scheiße, ist ein bisschen hell, gell? Ich hoffe, man sieht's gut. Also Freunde, wir sind dann. Wir haben ein paar schöne Vögel gesehen, zwei Squares. Der hier ist unnormal nice, wenn die Bank ist, dann kommt auf jeden Fall her. Schaut View nochmal. Ja genau, wir fahren jetzt leider langsam schon wieder zurück, weil es wird gleich dunkel und wir müssen Bikes abgeben. Wir haben nur für 2 Stunden gerettet. Aber hier war endless. Also Freunde, wir sind wieder in der Dock. Der Trip war wahnsinnig schön. Uns hat es allen mega gut gefallen. Ey, wenn ihr kurz Pause vor dem Backen braucht, weil ihr sagt, die Stadt ist zu groß, bitte einfach hierher kommen. Es ist unnormal. Unser Boot kommt, glaube ich, gerade schon wieder, deswegen muss ich vorgehen. Also wunderschöne Natur. Sehr viele Vögel, die ihr beobachten könnt. Genau, jetzt nächster Plan. Wir gehen Icon Siam, wollen wir. Jungs, wie hat es euch gefallen? Kleines Feedback. Ich fand den Zipfel vom Bangkok sehr schön. Ach, halt's mal. Sag du kurz mal. Ja, war geil. War fein, oder? Es war endnice. Ja, unnormal. Wie fandest du es, Bro? Unglaubliches Panorama. Oh, hier ist hier, Bruder. Aber ich meine, drinnen auch. Ey, alles. Ja, was ey, so, Freunde, wir sind wieder auf dem Festland. Nein, wir waren auch davor auf dem Festland. Auf deiner Seite wieder. War sehr schön. Hier, auf jeden Fall erstmal eine Graspflanze. What the hell? Genau. Also Freunde, ich habe gerade Schnapper gezogen. Bro, 3,50 Kilo Baht, Bruder. 3 Kilo Mangos, 50 Baht, das ist 1,20 Euro, Digga. Da kriegst du in München nicht mal einen Apfel für, Bruder. Apfel und Ei kriegst du dafür, Bruder. Was hast du geholt? Mach fest, oder? Oh, lass dich weg, Bro. Was, 3 Kilo? 3 Kilo, Bro. 50 Baht, Bruder. Oh, jetzt Baller rein. Sieht leider nicht so fresh aus. Hart oder nicht? Das ist nicht das Krasseste, aber es schmeckt. Schmeckt gut, oder? Mhm. Ich bin ja, ich hole jetzt hier nichts. Die hast du bezahlt, ich weiß jetzt erstmal 3 Kilo Mangos, Freunde.
da. Das war schon absolut, oh mein Gott, das war absolut die schlimmste Fahrt. Wir haben eine Stunde hergebraucht, glaube ich, wegen dem Traffic Jam am Abend. Checkt hier. I can see him. So, oh, krass, Coconut Pancakes, das sind Pancakes. Oh mein Gott. Mini Pancakes. $50 für eine Packung, Jungs, geht ernst. Also Freunde, es ist unglaublich riesig, ich bin heller stunned. Wir werden uns erstmal ein bisschen orientieren und dann melden wir uns auf euch. Ah, die Jungs haben sich was gekauft, komm. Was war Preis jetzt? Was war Preis, Andy? Andy? Digga, es ist einfach kalt wie Eis, Digga. Aber was hast du gezahlt? Oh mein Gott, so schnell. Es ist lecker, aber es ist kalt. Es kommt nicht so ab. Ja oder nein? 3 von 10. Das wäre krass, aber das ist halt einfach kalt. Was ist so kaputt? Wollen wir zu dem Rahmenrestaurant hochgehen? Zu dem, was wir gesehen haben. Dann lass da hinchecken. Weil wir haben eine riesige Rahmendose gesehen und ich glaube, da kannst du hingehen. Da suchst du dir deine Rahmensorte aus und dann machen die dir, da kannst du verschiedene Topics auswählen oder sowas. Da überall Durian bauen. Sollst du Durian in den Arsch schieben? So, 15. Ja, ich muss holen. Ich hole für 40 aus. 40 und 50. Oh, ich will eigentlich schon zum Puro. Also, Freunde, wir haben jetzt hier Chicken Thigh ist leider, Chicken Thigh sag ich schon, Leg. Ist leider noch ein bisschen zu heiß. Also, Andy, mach schon mal Taste Test. Muss krass sein, Bro. Ernst? Okay. Ist okay. Hab genau dasselbe. Trotzdem echt nice. Das ist nicht so krass wie die anderen, aber es ist trotzdem eine 8 oder so. Echt? Alles klar. Also ich überlege mir eine Suppe zu holen. Weil ich glaube, die wissen schon, was sie machen, Digga. Die machen halt. Hallo? Die machen jeden Tag nichts anderes, außer hier Nudelsuppe, die nicht rein. Glaube ich, das ist krass. Ich überlege noch. Also von Hughes hat sich Chicken Balls geholt. Das ist besser schnell. Geil. Ich glaube, wir haben eine Nudelsuppe, ne? Ja, noch zwei Mal. Ist geil, Bro. Ne, gehen wir klein, aber klein. 7 von 10. Also Andreas und ich haben bei den The Beast Club bestellt. Jeweils ich, er mit Inselnudels, ich mit Egg-Nudels. Genau, ich hoffe gut. Die Nudeln sind da, Suppen sind da. Sie hat beide Nudeln verkackt, also sie hat einfach fucking. Wir haben zwei bestellt, ich habe dreimal extra gesagt, sie hat die falsche Sorte gebraucht. Brühe ist immer mal nice. Brühe ist immer mal nice. Oh Bro, schmeckt geil, Bro. Na Bro, sag mal 1 bis 10, Digga. Ich würde fast so eine 8,5 kennen, ich bin selten aus. Ich muss erstmal die ganzen Fleisch und so testen, dann war ich am Ende noch. Alles war eine kleine Zwischenfazit zu der Suppe. Brühe ist für mich wahrscheinlich fast eine 10. Meatballs waren erst, schmeckt nach nichts und sind so chewy, Digga. Dass sie die Nudeln verkackt haben, ist halt wack, weil die schmecken jetzt nach Haaren, auf denen kennt ihr. Eine ganz dünne Fäden, Fadennudeln, kommt gar nicht. Aber sie nehmen schön die Suppe auf, also schmeckt schon krass. Und das rennt auch ganz nice. Also overall würde ich vielleicht so eine 7-8 geben. Du nochmal, Bro? Ja, so 7-8, ja. Das sind so, die ich am Anfang gezeigt habe, so ganz kleine Pancakes. So krass, oder? Gib mal die andere Hälfte schnell, bitte. Das ist insane, Bro. Oh, Digga, das ist ja übertrieben cream, check. Das ist so gottlos, Bro. Ich hoffe, du hast das gesehen. Digga, ich hol mir das. Alles, was mit Kokosnuss zu tun hat und creamy ist, ist behindert lecker. Das schmeckt doch crazy. Das ist 10 von 10, Jason. Das ist locker, jetzt hier, locker. Ja, easy. Also, Kokosnuss ist mega, Digga. Im Essen sind wir jetzt halbwegs durch. Ja, mehr oder weniger zufrieden. Ich bin ein bisschen disappointed, aber egal. Jetzt schauen wir mal, was wir hier alles noch machen, weil ich glaube, die machen hier schon bald zu.
Freunde, es ist übertrieben groß. Man checkt es gar nicht. Es wird immer größer. Check kurz Ding. Wir sind hier bei dem Bereich, wo wir eh nichts kaufen werden. Aber es ist wunderschön einfach. Hier ist ganz viel High Fashion. So schön. Und da draußen, ich weiß nicht, ob man es erkennt, ist der Chopraya. Hell no. What the fuck? Also bis jetzt haben wir noch nicht so was Nice gefunden, ne? Ich sag dir, hier ist halt kein Thai Food, Jungs. Boah, check, ist eine Boot, sieht aus wie ein Haus, Bruder. What the fuck? Das ist ein Haus, Bro. Das ist ein Haus, Bro. Club Soda. Krass. Bro, das ist for real salzig, gell? Schmeckt wie ein Gummibärchen, irgendein Gummibärchen. Nein, Digga. Ja, ist nice, locker 9. Und wir haben eine neue kleine Sidequest. Wir gehen hoch zu, haben wir von draußen gesehen, das ist keine Rooftop-Bar, ist einfach eine Terrasse oder sowas. Aber der Blick von da oben muss ehrenlos sein. Deswegen laufen wir auch schnell hoch. Ja, ich trage die ganze Zeit diese scheiß 3 Kilo Mangosteen auf meinen Rücken. Ne, mein Rücken tut so weh, aber egal. Dafür habe ich später was zu naschen. Oh mein Gott, das ist so tief, gell? Boah, ein bisschen Höhenangst hab ich schon. Da vorne ist der zweite Eingang. Boah, ich hab auch low-key Schiss bisschen, Digga. Ach du Scheiße, Digga. Wenn ihr in Bangkok seid, bitte, oder in Thailand, bitte geht einfach auf irgendeine Rooftop-Bar oder einfach auf irgendein. So, ich kommt einfach hier, es ist unnormal. Am Abend, am besten Sonnenuntergang. Stell dir vor, da geht die Sonne unter. Heilig Scheiße, es ist wunderschön. Kann man echt 3 Tage stehen und einfach nur gucken. Da unten ist der Nightmarkt, wo wir eben waren. Hier haben wir dann die Skyline von Bangkok. Hier sind 2 Hochhäuser und dann ist hier das Paragon, nicht Paragon, das Icon Siam. Wir gehen so schnell was essen. Oder gehen wir noch was essen? Ja, natürlich. Wir gehen noch was essen, wollen uns irgendwo Chicken auf der Straße. Also wir brauchen Chicken. Ja, und wir sehen euch, wir sehen uns gleich. Wir sitzen im Tuk-Tuk, Freunde. Wir können auch chillen hier. Freunde, wir fahren Chinatown essen. Genau. Also meine Besten, wir sind da. Chinatown. Ich glaube, wir waren 3-mal hier, 2-mal bei Nacht jetzt. Heute ist ein bisschen akklimatisierter, man kann ein bisschen mehr, ich glaube, ein bisschen mehr schlendern, ohne dass man direkt von Menschen überfüllt wird. Die Kerkeres brauchen Eiscreme, sagen sie. Was ist hier für Flavor, Julius? Kaffee Macchiato. Kaffee Macchiato zu Julius. Bei Andy hat sich Passion Fruit Mango geholt. Da bin ich auch ganz klar bei Passion Fruit Mango. Die hätte ich mir auch geholt. Behindert? Hör auf! Nein, nein, alles gut. Genommen? Ich muss erstmal was Herzhaftes essen. Es ist ein Spaß. Ach, du laberst doch, Bro. Try mal deine Waffe jetzt, Bruder. Hart. Boah, die wissen halt, wie man Eis macht. Wieder zu einem ähnlichen Gyoza-Store verschlagen. Die waren so krass einfach, deswegen holen wir jetzt einfach nochmal welche.
alles Freunde. Wir haben alle Gyoza gut. Einmal Pork, dreimal Chicken. Mal schauen, wie es so heißt. Ey, die sind so breit gefüllt. Ey. Also Freunde, wir haben gegessen. Was hast du gerade gesagt? Wir haben gegessen, es war echt lecker. Aber ich bin leider echt auf Video. Ja, auf Video, links, Digga. War übertrieben lecker, übertrieben billig. Ich bin jetzt auch schon voll, das waren sechs, nein, es waren drei. Wie viel war das? Fünf geteilt, also zehn. Oder ein halber ist so viel wie ein Gyoza in Deutschland, das ist echt ein Joke. Genau, wir sind satt, wir Kasper hat sich noch einen Roti. Also ein Pancake, Roti heißen die, ich weiß nicht aus welcher Welt, die Roti gezogen haben, fuck ja. Genau, dann fahren wir langsam nach Hause. Genau, ich glaube, ich beende hier schon den Vlog. Wenn wir noch ein Tastes machen, dann schneide ich den noch ein. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute haben wir viel erlebt. Genau, peace, Leute.